Hallo und herzlich willkommen zu Plötzlich Digital, die Sprechstunde Nummer 29. Heute mit Jennifer Krosche zu Gast. Wir schauen uns heute das Tool Notion etwas näher an. Das ist eine ziemlich spannende Lösung, mit der ihr nicht nur Notizen übersichtlich aufbereiten könnt, sondern noch einiges mehr machen. Und ich mache es ganz kurz. Wie immer gilt bei uns, schreibt eure Fragen in den Chat. Wir versuchen sie heute auch laufend quasi während der Veranstaltung zu beantworten. Wichtig ist wie immer, dass ihr dabei in dem Dropdown-Menü alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauende auswählt, damit wir das auch lesen können, aber auch alle Teilnehmenden. Jennifer kommt von der Agentur Room 707, die sie auch selbst gegründet hat. Jenny, wo steckst du gerade? Ich bin in Berlin, wo bist du? Ich bin in Düsseldorf. Ach, schön. Ja, ich würde sagen, ich mache es ganz kurz, poste noch ein paar Hinweise in den Chat und übergebe an dich. Super. Dann teile ich einmal meinen Bildschirm für euch. Und ich öffne gerade noch einmal meinen Chat. Gebt mir eine Sekunde. Dann können wir auch loslegen. So, eben schon gesagt, mein Name ist Jennifer Kosche. Ich habe einen Blog, der sich Jenny Works nennt. Und darauf blogge ich über ja, Selbstständigkeit, Gründung und alles dazwischen. Und vor allem auch über mein Lieblingstool Notion, um das es auch heute geht. Und ja, ich nutze Notion sowohl privater Natur, also für Einkaufslisten, für private Planungen, für Notizen, für alles. Und aber auch als Projektmanagement-Tool innerhalb meiner Social-Media-Agentur. Und da werde ich gleich ein paar Beispiele zeigen, wofür ich es konkret benutze, wofür ich es vielleicht auch bewusst nicht benutze und wofür ihr es auch bei euch hoffentlich ja, verwenden könnt. Wenn ihr Fragen habt, ich zu langsam, zu schnell bin, bitte schreibt es direkt in den Chat, wartet nicht bis zum Schluss. Ich denke, wir haben alle mehr davon, wenn wir ja, die Session heute so ein bisschen interaktiv gestalten. Das heißt, Fragen gerne einfach in den Chat, dann versuche ich da so schnell wie möglich drauf einzugehen. Das hier ist direkt schon Notion. Und direkt mal eine Frage, wie gut kennt ihr euch denn in Notion aus? Also schreibt das gerne einmal in den Chat, damit ich so eine kleine Rückmeldung habe. Also eins, ihr hört heute zum ersten Mal davon oder fünf, ihr seid quasi Notion-Profi. Okay, ganz viele Einsen sehe ich, ein paar Zweien. Okay. Aber perfekt, dann weiß ich, dass wir recht weit am Anfang starten. Und erstmal so, was ich mit euch heute vorhabe. Wir gucken jetzt uns erstmal an, wie Notion grundsätzlich funktioniert. Dann zeige ich ein paar Beispielseiten und auch konkrete Anwendungsfälle und am Ende alle Fragen, die bis dato noch nicht beantwortet sind. Wie gesagt, ich versuche so viele wie möglich auch schon zwischendurch zu beantworten, aber am Ende haben wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit für alle weiteren Restfragen sozusagen. Ja, grundsätzlich Notion. So funktioniert es. Ich zeige euch einmal die Seite von Notion, wie Notion sich selber beschreibt. Der All-in-One-Workspace sagt jetzt erstmal alles und nichts. Wie gesagt, wir gucken gleich noch ein bisschen mehr, was es genau damit auf sich hat. Aber hier seht ihr so ein bisschen, wie einzelne Notion-Seiten aussehen können. Also hier, das ist, jetzt ist natürlich schon wieder weg, aber das war so eine Kanban-Ansicht, wie ihr vielleicht von anderen Tools kennt, wie Trello zum Beispiel. Und es gibt ganz viele Anwendungsfälle. Als Team-Wiki kann man es nutzen. Das nutze ich zum Beispiel auch ganz oft. Das heißt, ich dokumentiere Arbeitsabläufe in Notion. Es gibt wirklich ja, spezielle Projektmanagement-Tools, wie hier als Beispiel eine Roadmap, die hier ja, einmal gezeigt ist und natürlich ganz klassisch als Notizen- und Dokumente-Tool. Und das Schöne an Notion ist, ihr könnt Notion auch kostenfrei nutzen. Also die Basisversion ist kostenlos, hat ein paar Einschränkungen natürlich, das muss man dazu sagen. Ihr könnt in diesem Personalplan, wie ihr es hier ganz am Anfang seht, nur maximal mit 5 Leuten auf einer Seite zusammenarbeiten. Das heißt, ihr könnt nur maximal 5 Leute jeder Notion-Seite hinzufügen. Und ihr könnt auch nur, ich glaube, es sind 500 Megabyte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt eine Upload-Grenze für Dateien. Das heißt, ihr könnt nicht alle Dateigrößen oder Videos oder was auch immer ihr in Notion hochladen wollt, in diesem kostenfreien Plan hochladen. Dann gibt es verschiedene Abstufungen für, ja,
den Personal Pro Plan oder ich persönlich nutze in meinem regulären Notion den Teamplan. Da gibt es eben fast keine Begrenzung mehr. Also da kann ich ganz viele verschiedene Leute hinzufügen. Meine Dateien können so groß sein, wie sie wollen und gibt es also keine Begrenzungen. Aber gerade für den Start empfehle ich auf jeden Fall natürlich erstmal die kostenfreie Version zu nutzen, um zu gucken, kommt ihr mit dem Tool klar, lohnt sich das überhaupt für euch oder bewährt sich das für euch gar nicht. Und ihr seht es hier unten, Notion bietet 50% Rabatt für alle, ja, für alle Non-Profit-Organisationen. Das heißt, wenn ihr also eine Non-Profit-Organisation seid, könnt ihr das Ganze vergünstigt nutzen. Da schaut euch einfach an, was für euch dann am besten funktioniert. So, Grundsätzliches. Was ist Notion bzw. wie funktioniert Notion? Also hier, ich habe es eben schon gesagt, das ist eine Notion-Seite und ihr seht, wenn ich hier einmal reinklicke, kann ich ganz normal hier was schreiben. Und das Schöne an Notion oder die grundsätzliche Funktion von Notion ist, dass Notion in Blöcken funktioniert. Das heißt, ihr seht hier links so ein bisschen diese zwei Symbole. Wenn ich hier auf die 6 Punkte klicke, kann ich diesen Block verschieben. Das heißt, frei auf der Seite an eine andere Position rücken. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Textblock hätte, kann ich mir den zum Beispiel greifen und auch zum Beispiel zwei Blöcke nebeneinander stellen. Das ist jetzt so der Standardblock. Es gibt aber noch viele weitere Blöcke, die ihr mit einem Slash aufruft. Und hier seht ihr, was alles möglich ist. Also der Standardblock ist also dieser Textblock. Das heißt also einfach losschreiben und der Text erscheint. Ihr könnt eine weitere Unterseite erstellen in Notion. Ihr könnt auch eine To-Do-Liste zum Beispiel machen. Also wie eben schon gesagt, eine Einkaufsliste. Hier Mehl, Katzenfutter, was auch immer, ja, ist auch anklickbar. Ihr könnt aber denselben Block zum Beispiel hier über diesen Klick auf das Symbol ganz links in einen anderen Block umwandeln. Also es gibt neben dem normalen Text, ich kann es ja zum Beispiel wieder in einen normalen Textblock umwandeln, ich kann aber auch zum Beispiel eine Überschrift daraus machen. Und da alle von euch, die so ein bisschen mit Webdesign oder HTML arbeiten, die kennen so ein bisschen die Markierung, ne? H1, H2, H3. Das sind also die verschiedenen Unterstufen von Headlines. Ich kann auch verschiedene Listen erstellen. Das heißt hier eine Bullet-Point-Liste. Oder wenn ich lieber eine nummerierte Liste möchte, kann ich das auswählen. Also ich kann wirklich die Texte so gestalten, wie ich möchte. Und ich gehe jetzt hier nochmal in die Übersicht. Es gibt nämlich noch ein bisschen mehr. Also so eine Toggle-Liste, das funktioniert so, dass ich hier Texte ausklappen kann und hier dann noch was reinschreiben kann, irgendwas. Und hier über dieses Dreieck das Ganze wieder zu toggeln kann. Das heißt, alles, was sich darunter verbirgt, kann ich ein- und ausklappen. Daneben gibt es noch verschiedene andere Funktionen. Ich kann zum Beispiel einer Person vertaggen. Wenn ich zum Beispiel mit Leuten im Team zusammenarbeite, kann ich schreiben, hier, @Marianne, schau es dir bitte nochmal genauer an oder hier musst du vielleicht nochmal was überarbeiten oder hier, die Information ist wichtig für dich. Ich kann auch Reminder setzen, das heißt, also Notion wird mich dann an irgendwas erinnern, wenn ich sage, okay, Notion, bitte erinnere mich an dieses To-Do in 2 Tagen. Emojis kann ich natürlich einfügen und dann gibt es noch die Datenbanken, die Notion ein sehr, sehr mächtiges Tool machen. Was es mit den Datenbanken auf sich hat, das zeige ich euch gleich in den Anwendungsfällen. Aber das erstmal so als Grundlage der Blöcke, die in Notion möglich sind. Es ist so, dass ich hier, also so sieht eine Notion-Seite aus. Ihr habt die Möglichkeit, ein Cover zu erstellen. Also hier über Change Cover kann ich entweder vorgegebene Farben oder Farbverläufe auswählen. Hier gibt es so ein paar offene Archivbilder, zum Beispiel vom NASA-Archiv, verschiedene Museen, wo ihr euch Bilder aussuchen könnt. Ihr könnt natürlich auch ein eigenes Bild hochladen. Hier das Bild ist ein eigenes Bild von mir. Oder es gibt direkt eine Anbindung an die Unsplash-Datenbank, also hier kostenlose Stockfotos. Da könnt ihr also irgendwas aussuchen, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, hier, dieses Bild gefällt mir direkt super gut, klicke ich einmal an, zack, hat sich der Hintergrund geändert. Über hier Reposition kann ich das Ganze noch ein bisschen auf die richtige Stelle schieben, die mir am besten gefällt und habe dann gleich ein Headerbild. Ich kann das natürlich auch wieder löschen, wenn ich sage, nee, ich möchte lieber einen cleanen Look. Geht genauso.
Dann das zweite Element hier im Header ist das Icon. Und hier seht ihr einmal diesen Bubble Tea. Das ist eines meiner Symbole, sag ich mal. Das heißt, hier über Upload Image kann ich alles auswählen, mein eigenes Logo auswählen, ein Foto auswählen, alles, was ich möchte. Klassischerweise arbeitet Notion aber auch hier mit Emojis, die das Ganze so ein bisschen einfach machen. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt ein lila Herz auswähle, seht ihr hier das lila Herz und auch hier oben zur Orientierung hat sich jetzt das Icon von diesem Bubble Tea auf das lila Herz geändert. Daneben kann ich diese Seite auch teilen. Also ich kann zum Beispiel angeben, hier teile ich, schalte ich diese Seite öffentlich, so muss man es sagen. Ich kann diesen Link kopieren und dann zum Beispiel euch in den Chat schicken und ihr könntet dann auf diese Seite zugreifen. Ich kann hier auch bestimmen, was ihr tun könntet mit diesem Link. Also ich kann zum Beispiel sagen, alle können die Seite bearbeiten, alle können die Seite kommentieren oder das Ganze duplizieren als Template in euren eigenen Notion Workspace zum Beispiel. Und hier, was jetzt hier in dem Fall nicht geht, weil hier in meinem Beispiel Notion habe ich die kostenfreie Variante und hier wäre eine Beschränkung. Das heißt, wenn ich möchte, dass eine Seite auch über Google auffindbar ist, dann müsste ich dafür bezahlen. Ich kann aber auch, wenn ich sage, nee, ich möchte nicht, dass der Link öffentlich ist, ich kann auch einzelne Personen speziell hinzufügen. Das geht auch. So, und ich gucke gerade mal im Chat, da ist eine Frage. Bei der kostenlosen Version für 5 Personen könnte ich da auch Personen auswechseln, wenn sich zum Beispiel in der Teambesetzung was ändert. Ja, also das, also hier wäre es so, dass ich hier nur 5 Leute hinzufügen kann. Ich kann das aber auch austauschen. Also es sind 5 Personen, die gleichzeitig zugreifen können. So, es gibt so ein paar Einstellungsmöglichkeiten in Notion, weil ihr seht, das Design ist recht minimalistisch. Es gibt aber so ein paar Möglichkeiten, wie ihr das Ganze anders designen könnt. Zum einen könnt ihr über diese 3 Punkte rechts oben in der Ecke den Schriftstil auswählen. Hier Default ist diese Schriftart, die ihr hier seht. Man kann auch eine Serifenschriftart auswählen oder eine Monoschriftart. Und hierüber ändert sich dann die Schriftart auf der ganzen jeweiligen Seite. Ich bleibe jetzt mal bei Default, weil ich die am besten finde eigentlich. Ihr könnt den Text auch ein bisschen kleiner machen. Ihr seht, da wird alles ein bisschen zusammengeschrumpft. Und ihr könnt auch hier über die gesamte Bildschirmbreite gehen. Ist einfach eine Sache, wie euch das am besten gefällt. Und vielleicht für den einen oder anderen wichtig, ihr könnt Notion-Seiten auch exportieren als PDF, als HTML, wie auch immer ihr das zum Beispiel braucht. Also wenn ihr zum Beispiel Mitschriften habt und die dann irgendwie anderen Leuten, die kein Notion nutzen, zur Verfügung stellen wollt, könnt ihr eine Notion-Seite auch als PDF hinzufügen. Wichtig, hier oben links könnt ihr einmal das Menü ausklappen. Hier seht ihr die verschiedenen Dashboards, beziehungsweise die Notion-Seiten, die ich hier angelegt habe und die wir gleich einmal durchgehen. Und hier über die Einstellungen könnt ihr noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Also vor allem, ich weiß, viele Leute mögen so einen Dark Mode. Ja? Ich persönlich bin noch nicht so der Fan von, deshalb habe ich hier den Light Mode. Aber ich könnte mir komplett Notion auch natürlich im Dark Mode anzeigen lassen. Ich kann vor allem hier so ein paar Security-Einstellungen vornehmen. Ihr seht hier, das meiste ist tatsächlich nicht für den kostenfreien Bereich geeignet oder freigeschaltet. Ich kann Notifications einstellen. Das heißt also, Notion hat auch eine App für Smartphone. Ich kann hier einstellen, also wie viele Notifications ich erhalten möchte, ob ich sie per E-Mail erhalten möchte. Und was ich auf jeden Fall jedem empfehlen möchte, standardmäßig ist nämlich hier dieser Haken nicht gesetzt bei Start, also der Wochenstart auf Montag. Ich habe es eben schon gesagt, ich weiß nicht, ob die Aufzeichnung da schon lief, dass Notion natürlich ein amerikanisches Tool ist und da standardmäßig die Wochen am Sonntag beginnen. Für mich, ich wollte, dass meine Woche am Montag beginnt, deshalb kann ich hier den Haken setzen. An Sprachen gibt es leider nur Englisch und Koreanisch. Und wenn ihr das Koreanische nicht mächtig seid, dann müsst ihr hier keine andere Einstellung vornehmen, sondern könnt die englische Einstellung lassen. Ja, es gibt Notion
habe ich eben schon gesagt, als App fürs Smartphone. Es gibt Notion auch als App für den Computer, als Programm. Das könnt ihr euch auch runterladen. Ich persönlich benutze Notion lieber im Browser, so wie hier. Aber das ist auch Geschmackssache. Also ihr könnt das nutzen, so wie ihr möchtet. Und jetzt kommen wir einmal zu Beispielseiten und Anwendungsfälle. Also hier seht ihr einmal einen Screenshot von der, ich habe es Kommandozentrale genannt, von meinem Agentur-Dashboard. Und damit wir uns da so ein bisschen, ja, das Ganze genauer angucken können, habe ich das Agentur-Dashboard einmal nachgebaut. Ihr seht es hier und ich gehe nochmal zurück, weil ich euch einmal was zeigen möchte. Und zwar kann ich hier direkt auf das Dashboard verlinken. Also das ist eine Notion-Seite, die hier in meinem Notion-Dashboard sichtbar ist. Ihr seht es hier links in der Leiste. Ich kann aber auch über den Backslash und dann den Befehl Link auf eine Seite verlinken. Das heißt, ich kann Querverknüpfungen an verschiedenen Stellen platzieren und habe jetzt hier in dem Fall dann auf mein Agentur-Dashboard verlinkt. Ich kann hier draufklicken, ich könnte aber auch hier über das Menü sozusagen das Dashboard ansteuern. Das ist einfach eine Geschmacksfrage. So, hier das Dashboard, ich zeige euch natürlich jetzt nicht aus Datenschutzgründen natürlich jetzt nicht mein echtes Agentur-Dashboard, sondern habe das hier nachgebaut und alle wichtigen oder kritischen Dinge anonymisiert. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Ich habe hier mein Dashboard in vier verschiedene Kategorien aufgeteilt. Einmal Internes, Organisatorisches, das Wiki und Sonstiges. Und ich möchte euch so ein paar Seiten zeigen, bei denen ich glaube, dass ihr das auch ja, nutzen könntet, beziehungsweise die ich persönlich als besonders sinnvoll erachte. Und falls ihr euch fragt, was bedeutet es, dass jetzt hier das Ganze hier Organisatorische irgendwie rot hinterlegt ist, und ich habe hier das Ganze noch mit einem Emoji versehen, mit einem offenen Schloss. Das sind Seiten, die auch nach außen geteilt werden dürfen. Und alle anderen Sachen sind eben interne Dinge, die jetzt nicht über diese Share-Funktion geteilt werden sollten. Deshalb habe ich das so kategorisiert. Das ist einfach nur der Hintergrund. Generell, was eine meiner meist benutzten Notion-Seiten ist, sind die Brand Assets. Ich habe einmal für meine Agentur alle Design-Dinge abgelegt. Also ich habe alle Logo-Versionen abgelegt, ich habe alle Hintergrundbilder, die wir so benutzen, abgelegt, die Schriftarten, Farbcodes, Templates für diverse Social-Media-Kanäle. Warum habe ich das gemacht? Wenn wir mit externen Designern zusammenarbeiten oder es gibt immer mal Kooperationen, wo jemand fragt, hey, könnt ihr uns euer Logo zur Verfügung stellen? Muss ich nicht irgendwie das Ganze in einer E-Mail zusammensuchen, sondern kann einfach über diese Share-Funktion diese Brand-Assets freigeben. Und das ist zum Beispiel was ich mir vorstellen kann, was für euch vielleicht auch spannend sein könnte. Das spart A, nämlich Zeit. Und ihr habt dann wirklich alles gesammelt an einem Ort und müsst dann nicht nochmal suchen, ah, wo habe ich jetzt eigentlich das Logo? Was war jetzt nochmal unsere Schriftart? Ihr könntet hier zum Beispiel auch angeben oder noch ein bisschen was hinschreiben zum Thema, wie ist euer Logo zu nutzen? Also wirklich so ein bisschen so ein Style Guide oder so ein Brandbook anlegen, sodass dann wirklich jeder weiß, was geht mit eurem Logo, was geht eben nicht und wie ist es zu nutzen? Und hier seht ihr, dass hier diese Anordnung, das ist keine, das sind keine einzelnen Schriftfelder oder Textfelder, wie wir es eben hatten, sondern das ist eine Datenbank. Und zwar, ich baue das jetzt einmal zusammen mit euch nach. Hier wieder über, war natürlich klar, so. Hier gehe ich einmal zurück und zeige euch, wie diese Datenbank aussieht. Und zwar kann ich hier über diesen Backslash runter zu den Datenbanken scrollen und kann mir hier verschiedene Datenbanken aussuchen, das heißt Darstellungsformen. Für mein Beispiel würde ich jetzt einmal die Galerie auswählen und ihr seht hier, das ähnelt auch schon so ein bisschen dem, wie ich es eben hatte. Ich würde jetzt hier das Ganze einmal Beispiel nennen und das ist schon eine Datenbank. Jetzt kann ich das natürlich noch ein bisschen anpassen, wieder hier über die drei Punkte. Über Properties würde ich jetzt einmal die Card Size anpassen, sodass das auf Small, sodass wir hier drei verschiedene Kacheln sozusagen nebeneinander haben.
und das Ganze so ein bisschen besser sehen können. Und ihr seht jetzt hier, standardmäßig erstellt Notion immer drei verschiedene Beispielkarten, egal welche Datenbank ihr erstellt. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel das ganze Logo nennen. Das sind auch die Standardeinstellungen. Also Notion zeigt immer an, wann wurde das Ganze erstellt. Hier über Tags kann ich verschiedene Optionen vergeben, also zum Beispiel Logo, intern etc. und kann dann auswählen, was für mein Logo jetzt zum Beispiel zutrifft. Das kann ich dann zum Beispiel benutzen, um nach verschiedenen Tags zu filtern zum Beispiel. Ich kann aber auch verschiedene Kategorien oder Properties, wie es hier genannt wird, hinzufügen. Das kann ein Freitext sein, ich kann Zahlen hinzufügen, ein Datum hinzufügen zum Beispiel, wenn ich sage, okay, das ist das Logo für eine bestimmte Aktion oder für ein bestimmtes Projekt, dann wäre zum Beispiel hier ein Ablaufdatum, das ich einfügen kann. Ich kann Personen hinzufügen, wenn ich zum Beispiel sage, für den Bereich Design ist zuständig unser Grafiker Simon, kann ich zum Beispiel hier Simon vertaggen. Ich kann verschiedene Dateien hinzufügen und alles Mögliche. Und hier an sich ist wieder eine komplett neue Notion-Seite. Hier ist wieder so standardmäßig eine To-Do-Liste. Das würde ich jetzt einmal löschen. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel schreiben, hier Logo 1, kann dann zum Beispiel ein Bild reinziehen und sagen, okay, das ist jetzt unser erstes Logo oder unser Logo, das wir ja in der Schwarz-Weiß-Ansicht nutzen oder für besonders unruhige Bilder. Eine Frage im Chat, können sämtliche Dateien hochgeladen werden, also auch zum Beispiel InDesign Affinity-Dateien? Ihr könnt alle Dateien da ablegen. Angezeigt, also als Bild angezeigt werden, aber nur die gängigen Webformate. Also GIFs könnt ihr direkt anzeigen lassen, JPEG, PNG, also alles, was ihr ja, vom Internet her kennt. Alles andere wird dann eben als Datei zwar angezeigt, das heißt, ich kann es herunterladen, das heißt, ich kann diese Dateien über jetzt so eine Notion-Seite anderen Leuten zur Verfügung stellen, aber ich könnte jetzt nicht mein Logo als PSD- oder InDesign-Datei hier reinziehen und es wird dann als Bild angezeigt. Versteht ihr, was ich meine? Okay, ja, super. Hier hätte ich dann also zum Beispiel mein Logo angelegt und hier könnte ich dann andere Dinge noch hinzufügen. Und jetzt kommt das Besondere an Notion. Jetzt habe ich hier diese Galerieansicht. Wenn ich jetzt aber sage, Galerieansicht funktioniert für mich nicht, ich hätte das gerne was würde dann hier nochmal Sinn machen, als Tabelle, kann ich hier über Add a View einmal klicken und kann mir verschiedene andere Datenbankansichten anzeigen lassen. So, wenn ich jetzt hier sage, ich hätte es gerne als Tabelle, klicke ich auf Create und habe hier dieselben Daten als Tabelle angeordnet. Und ich könnte hier dann auch zum Beispiel über diese drei Punkte die Filterfunktion aussuchen und dann eben über Add a Filter. Ich würde jetzt hier einmal die Tags auswählen, Contains und dann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nur Datenbankeinträge sehen, die den Tag Logo haben. Und ihr habt es ja eben gesehen, ich habe hier dem Logo, gut, ist jetzt ein bisschen redundant, aber den Tag Logo vergeben und habe dann hier eine gefilterte Datenbankansicht nur nach Logos. Das Ganze kann ich auch noch umbenennen, also zum Beispiel Logo, Tabelle, wie gesagt, da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich kann auch zum Beispiel noch eine weitere Ansicht hinzufügen. Zum Beispiel, ich habe es eben gesagt, ich bin auch großer Trello-Fan. Mit der Kanban-Ansicht kann ich mir das natürlich auch anzeigen lassen. Und hier kann ich mir auch aussuchen, nach was gefiltert werden soll. Also hier hat jetzt Notion automatisch die Tags ausgewählt. Das heißt, ich kann hier auch Dinge einmal verschieben. Das heißt, hier Logo ist klar. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, angenommen, ich hätte hier jetzt noch Event-Logo, kann ich das Ganze dann auch in den Logo-Bereich ziehen und die Datenbank ändert sich automatisch. Das heißt, der Eintrag ändert sich automatisch. Ich muss dann nicht nochmal hier reingehen und das Ganze verändern. Und auch in den anderen Ansichten hat sich das dann geändert. Eine Frage aus dem Chat, kannst du die verschiedenen Datenbankansichten noch mit einer volleren Datenbank zeigen? So ganz verstehe ich das noch nicht. Ja, und zwar, ich zeige euch jetzt die ultimative Datenbank sozusagen.
Und zwar nutze ich für meine meisten Projekte oder für meine generelle Projektdatenbank das Ultimate Tasks for Notion Template von Thomas Frank. Das ist auch ein amerikanischer YouTuber, der sich viel mit Produktivität beschäftigt. Und der hat ein Template erstellt, das ist auch kostenlos. Das sieht im Original so aus. Also hier über eine Toggle-Ansicht habt ihr verschiedene Ansichten. Hier, das ist auch eine Datenbank mit verschiedenen Projekten. Und hier sammelt ihr also alle To-Dos. Ist sehr kompliziert, haben wir jetzt heute keine Zeit, das im Detail anzuschauen. Ich benutze das so ein bisschen in einer angepassten Form in meiner Agentur. Und zwar habe ich hier die Ansicht, die sich gar nicht so sehr von diesem Format unterscheidet. Ich habe hier verschiedene Kunden angelegt und habe da eben verschiedene Informationen zu den Kunden hinterlegt. Zeige ich euch gleich noch, wie das aussieht. Und ich benutze auch gefilterte Ansichten. Zum Beispiel hier, wie gesagt, alle Kunden. Hier sind alle To-Dos, die ich filtere. Und aus derselben Datenbank filtere ich mir die To-Dos dann nochmal auf die verschiedenen Tage aufgeteilt. Das heißt, ich mache mir hier sozusagen einen Tagesplan aus ein und derselben Datenbank. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt nochmal in einer einfacheren Variante, und zwar in einem Redaktionsplan. Ich habe hier eine Datenbank, die sich Redaktionsplan nennt, und die habe ich hier als Kanban-Ansicht, also so wie es von zum Beispiel Trello kennt. Und ich könnte hier jetzt zum Beispiel verschiedene Social-Media-Postings planen, hier zum Beispiel einen Blogpost oder wenn ich sage, okay, ich mache heute ein Video zum Thema Notion. Das Ganze ist in Arbeit. Vielleicht habe ich es jetzt auch irgendwie schon fertig. Ich könnte hier eine Kategorie angeben, zum Beispiel Kategorie ist Notion. Und ich veröffentliche es heute. Dann kann ich hier verschiedene Texte einfügen. Ah, da hat jemand auch den Link einmal gepostet. Ich werde euch auch in einer ein bisschen angepassten Form alles, was ihr hier seht, als Dashboard zur Verfügung stellen. Das heißt, also den Link zum Beispiel zu diesem Template ist da enthalten, aber auch alle Beispiele, die wir uns heute angucken, weil wir heute nicht durch alle Beispiele durchgehen können. Das heißt, ihr könnt dann alles, was ihr hier seht, selber benutzen, selber in eurem eigenen Notion zum Beispiel duplizieren. Aber wie gesagt, das bekommt ihr dann im Nachgang, weil erfahrungsgemäß wird dann immer schon direkt geguckt, wenn ihr das so direkt bekommen hättet. Aber wie gesagt, das bekommt ihr dann zur Verfügung und könnt ihr dann nochmal im Detail euch genauer angucken. So, zurück zu dieser Datenbank. Also ich habe hier diese Kanban-Datenbank, habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich mache hier ein Video über Notion und habe jetzt hier eine verknüpfte Datenbank erstellt. Und um euch das noch ein bisschen klarer zu machen, baue ich das jetzt nochmal nach. Das heißt, immer gehe ich hier über diesen Backslash und wähle hier jetzt aus Create Linked Database. Das heißt also, ich wähle hier eine schon bestehende Datenbank aus. Hier seht ihr alle Datenbanken, die in diesem Notion Dashboard jetzt zur Verfügung stehen. Und ich weiß ja, dass es Redaktionsplan heißt. Das heißt, ich würde mir dann, jetzt muss ich überlegen, welche der beiden ist es. Ich glaube, es ist diese. Ja. So, das heißt, ich habe mir hier jetzt diese Datenbank genommen und habe sie hier sozusagen gespiegelt. Und ihr seht, alle Informationen, die hier als Kanban-Ansicht da sind, habe ich hier jetzt, das ist so die Standardeinstellung, als Tabelle. Das möchte ich jetzt in dem Fall nicht, sondern ich möchte jetzt hier so eine tolle Kalenderansicht. Deshalb gehe ich jetzt hier wieder über Add a View und wähle mir hier jetzt zum Beispiel den Kalender aus, gehe auf Create und habe jetzt hier einen Kalender. Und ihr seht hier automatisch ist hier das Notion-Video auf heute getimed. Jetzt kann ich natürlich noch so Späße machen wie, ich gehe hier über die Einstellungen und lasse mir über Properties zum Beispiel noch das Medium anzeigen, weil ich vielleicht sehen möchte, okay, ist meine wöchentliche Redaktionsplanverteilung ungefähr gleich? Also habe ich nicht dreimal hintereinander ein Video, sondern ein Video pro Woche. Und kann das Ganze dann hier noch ein bisschen anders mir angucken. Und
Was ich besonders gut finde bei diesen Datenbankverknüpfungen ist, wenn ich was in einer Datenbank ändere, wird es automatisch über alle Ansichten übernommen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ah ja, das Notion-Video, das schaffe ich heute nicht, weil ich habe hier so eine Sprechstunde, die dauert länger, als ich dachte. Ich muss es noch einen Tag verschieben. Verschiebe ich das einfach per Drag and Drop, zum Beispiel im Kalender. Wenn ich jetzt hier oben in meinem Kanban mir das Notion aufmache, ist es automatisch auch auf den nächsten Tag gesprungen und ich muss jetzt nicht doppelt nochmal hin und her springen. So. Und das ist so ein bisschen das, was Notion in meinen Augen so stark macht, nämlich diese Verknüpfung. Und wenn ich jetzt diese Ansicht zum Beispiel bevorzuge, dann kann ich damit arbeiten. Wenn ich jetzt jemanden im Team habe, der zum Beispiel lieber mit so einem Kalender arbeitet, kann er das auch nutzen und auf dieselbe Datenbank zugreifen wie ich eben. Es gibt noch viele andere Ansichten, die man nutzen kann. Also eine Liste ist so ein bisschen so eine reduzierte Tabellenansicht oder so eine Timeline gibt es auch. Das ist auch eine Beschränkung, die es in der kostenfreien Variante gibt. Also so eine wie so ein Gantt-Diagramm, sagt euch vielleicht was, wenn ihr im Projektmanagement arbeitet. Da kann man sich das nochmal angucken. Und ja, also da kann man wirklich, also diese Beschränkung, ich habe den Satz eben nicht zu Ende gesprochen, verzeiht. Ich glaube, in der kostenfreien Variante kann man nur 5 Timeline-Ansichten benutzen. Aber gut, damit kommt man auch klar. Ja. Frage aus dem Chat: Passiert es hin und wieder, dass man aus Versehen etwas verschiebt mit Drag and Drop? Gibt es die Möglichkeit, den letzten Klick rückgängig zu machen? Ja, das gibt es. Also ihr könnt ganz normal Steuerung Z das Ganze rückgängig machen. In der kostenfreien Variante gibt es keine Page History. Also das gibt es meines Wissens nach nur in den bezahlten Plänen. Das heißt, ihr könnt dann gucken, was waren die letzten Bearbeitungsschritte. Wenn man in einem größeren Team zusammenarbeitet, macht es natürlich Sinn, dass man guckt, okay, wer hat wann was bearbeitet? Ist da vielleicht irgendwie was verloren gegangen? Aber ja, also im Prinzip, bei uns passiert das jetzt eigentlich, ich überlege gerade, nee, ist eigentlich jetzt noch nie passiert, dass da irgendwie was verschoben wurde und man konnte es nicht mit ein paar Klicks wieder rückgängig machen. Also da kann ich dich, glaube ich, beruhigen. So. Ich weiß, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich wollte euch noch ein bisschen was anderes zeigen. Noch eine Frage, okay, also fragt sehr gerne direkt. Kann man zum Beispiel auch extern den Redaktionsplan zeigen, Lesefunktionen, wenn man schon zu fünft am Redaktionsplan arbeitet? Ja, das kann man machen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, das ist nämlich auch was in Notion besonders gut geht. Ich kann zum Beispiel sagen, hier, diese Seite ist für den internen Gebrauch. Wenn ich jetzt sage, okay, da arbeiten wir intern an einem Redaktionsplan für einen Kunden, haben eben zum Beispiel hier irgendwie noch die Content-Kategorien zusammengefasst oder verschiedene interne Informationen, die der Kunde jetzt nicht unbedingt oder die den Kunden jetzt nicht unbedingt interessieren sollen. Kann man aber zum Beispiel jetzt eine neue Seite erstellen, zum Beispiel über den Shortcut Plus geht das zum Beispiel auch. Und ich kann sagen, Redaktionsplan Kunde, kann das als neue Subpage hinzufügen. Habe hier wieder eine ganz neue Notion-Seite, die frisch und bereit ist zum Befüllen. Und kann jetzt auch wieder über eine verlinkte Database zum Beispiel den Redaktionsplan wieder auswählen. Und kann jetzt zum Beispiel dem Kunden eine Kalenderansicht zur Verfügung stellen. Hier die Tabelle brauchen wir nicht, die würde ich jetzt einmal löschen. So, kann das natürlich noch ein bisschen hübsch machen, ne? Hier ein Emoji vergeben, was auch immer. Vielleicht noch lieber Kunde, hier der Redaktionsplan. Wow, kann ich mal mehr schreiben. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und kann jetzt über diese Share-Funktion zum Beispiel sagen, hier Share to Web, kann zum Beispiel sagen, nee, ich möchte nicht, dass der Kunde sich den Plan duplizieren kann. Ich möchte auch nicht, dass der Kunde das bearbeiten kann. Ich möchte aber, dass der Kunde das kommentieren darf. So. Und dann könnte ich diesen Link kopieren und dem Kunden zur Verfügung stellen. Dann sieht er nur hier diese gefilterte Datenbank oder ist in dem Fall ja nicht gefiltert. Wir haben ja nichts gefiltert, aber eben nur diese Seite mit den Informationen, die für ihn wichtig sind und nicht noch unsere internen Informationen, die jetzt auf unserer anderen Redaktionsplanseite zum Beispiel enthalten sind. Das wäre, glaube ich, so die Funktion, die, ja, die dann für solche Fälle am besten geeignet sind. Und ja, also das funktioniert auch sehr gut. Also das ist auch ein Anwendungsfall, den wir auch so nutzen. Und ja, kann ich nur empfehlen.
Also wie gesagt, stellt gern Fragen. Ich würde noch 5 Minuten Sachen zeigen und dann nochmal Zeit für eine offene Fragerunde stellen. Und zwar Dinge, die ich auch noch als spannend oder wichtig empfinde. Und zwar haben wir auch eine Seite mit einer Agenturvorstellung. Also natürlich, wir haben auch eine Webseite, klar. Aber gerade wenn uns Leute anfragen für ein Projekt, die irgendwelche Cases sehen wollen, hat sich für mich bewährt, nochmal eine Notion-Seite zu erstellen mit einer kleinen Agenturvorstellung. Das heißt also hier, auch das kann man gestalten, wie man möchte. Hier kann man sogar den Google-Eintrag noch einbinden. Das ist auch möglich. Und je nach Kundenanfrage stellen wir dann zum Beispiel die Cases zusammen. Also was ist für einen Kunden besonders wichtig? Verschiedene Kategorien. Ihr seht hier, immer wenn dieser Pfeil vor einem Datenbanknamen ist, bedeutet das, das ist eine gefilterte Ansicht von einer größeren Datenbank. Und der Vorteil hier ist einfach, dass ich eine Notion-Seite viel, viel einfacher, schnell zusammenstellen kann und ändern kann und vor allem freigeben kann, als jetzt zum Beispiel eine Webseite. Und hierüber kann ich dann auch wieder bestimmen, okay, ich teile das öffentlich, ja, ich erlaube kein Duplizieren, ich erlaube kein Editing, ich erlaube kein Kommentieren und kann das dann zum Beispiel jemandem, der eine Anfrage an uns stellt, weiterleiten. Und sobald das irgendwie geklärt ist, kann ich auch sagen, nee, jetzt ist es nicht mehr öffentlich und sofort hat der Kunde dann oder der potenzielle Kunde keinen Zugriff mehr darauf. Natürlich kann er sich Screenshots machen, klar, das ist nicht ausgeschlossen, aber generell ist das also eine für mich einfachere Variante, Dinge zu teilen, die eben nicht dauerhaft verfügbar sein sollen. Noch eine Frage, das heißt, wir bekommen dann automatisch die Info, wenn der Kunde kommentiert hat. Ja, wenn du deine Notification eingeschaltet hast, dann bekommst du, das ist dann hier rüber, über dieses Updates-Symbol, da würde dann eine kleine rote Ziffer erscheinen, okay, da ist ein Kommentar erschienen. Hier in dem Fall habe ich jetzt keine Kommentare, weil das eben nur ein Beispiel-Dashboard ist, aber hier würde das dann reinlanden, wenn euch jemand erwähnt oder wenn Kommentare bekommen, dann würde das hier dann erscheinen. Ja, dann was auch noch wichtig ist oder schön ist, ist, dass wir Notion als Wiki benutzen. Das heißt also, wir haben wirklich sämtliche oder sind dabei, das ist ja so ein stetiges Work in Progress, sind dabei, wirklich alle Arbeitsschritte, die wir so machen, einmal wirklich zu dokumentieren und zwar wirklich sehr genau. Auch wenn man sich denkt, okay, das ist eigentlich logisch oder das weiß man. Es wird immer Leute geben, die den einen oder anderen Schritt dann ein bisschen mehr Informationen benötigen. Und deshalb haben wir jetzt sind dabei, wirklich alles einmal zu dokumentieren. Das macht es natürlich vor allem einfach, wenn neue Mitarbeiter an den Start kommen, wenn man mit anderen Teams zusammenarbeitet, sodass man da das ganz einfach teilen und einfach festgeschrieben hat. Und das Ganze geht natürlich intern, aber auch extern. Also wir machen zum Beispiel ganz viel mit Facebook-Ads und eine Frage, die immer vom Kunden kommt oder die immer erklärungsbedürftig ist, ist, okay, wie gebe ich euch in unserem Business Manager frei? Und da haben wir uns einmal die Mühe gemacht, wirklich jeden Schritt mit Screenshots zu erklären. Und ihr seht hier, das ist ein Bild, also das heißt einfach ein Screenshot reingezogen, wirklich jeden Schritt mit Screenshots zu erklären und das Ganze dann mit einem Kunden zu teilen. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal was Neues erklären oder mit dem Kunden telefonieren, sondern ich kann sagen, hier unsere wunderbare Notion-Seite, hier die Erklärung, schau mal, ob du damit zurechtkommst und wenn es dann eben nicht passt, dann können wir natürlich auch wieder weiterhelfen. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, habt ihr noch Fragen oder Seiten, die wir uns nochmal genauer anschauen sollen, dann legt los. Ansonsten, ich kann auch einfach noch in ein paar weitere Seiten reinstöbern und euch da Beispiele zeigen. Okay, ich sehe erstmal keine weiteren Fragen. Kennt irgendjemand ein Open-Source-Tool, das ähnlich funktioniert? Es gibt tatsächlich so ein paar Notion-Klone. Ich habe jetzt keine... Svetlana sagt, noch was zeigen. Okay, mache ich sehr gerne. Es gibt Open-Source-Tools. Ich habe jetzt
keine konkreten dabei. Also da gerne einfach mal googeln. Es gibt da inzwischen sehr, sehr viele Klone, die auch oder sehr, sehr ähnlich sind zu Notion. Eine Frage, wie sieht eure kreative Arbeit über Notion aus? Also Posts planen, Themen sammeln. Ja, also wir haben zum Beispiel natürlich so ein Inspirationsboard. Das heißt, also da packen wir zum Beispiel, wie gesagt, das ist jetzt leer, weil das nur eine Beispielseite ist, aber da packen wir verschiedene Inspirationen rein. Das Ganze ist dann so ein bisschen aufgebaut wie ein Pinterest Moodboard, wenn ihr euch das so vorstellen wollt. Und ansonsten arbeiten wir wirklich direkt in dem Redaktionsplan. Das heißt, wir planen hier die Posts, ja, also packen hier Ideen rein, schieben dann oder bearbeiten dann wirklich hier in Notion die ganzen Posting-Texte oder Grafiken oder was auch immer es dann erfordert. Und ich habe es anfangs schon gesagt, ganz, ganz neu ist die API von Notion. Es ist jetzt auch möglich, Dinge zu automatisieren und zum Beispiel von Notion heraus automatisch zum Beispiel Twitter-Posts zu veröffentlichen. Instagram-Posts meines Wissens auch, Facebook-Posts auch. Allerdings habe ich das selber noch nicht genutzt. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Habe ich mich jetzt noch nicht mit auseinandergesetzt. Ich kenne aber schon ein paar sehr, sehr coole Use Cases und ich glaube, da ist in Zukunft noch viel, viel mehr möglich. Das heißt, man braucht dann gar kein weiteres Tool mehr, sondern kann in Notion alles einstellen und das dann natürlich mit einem Automatisierungstool wie Automate IO oder Zapier da das Ganze ganz automatisiert direkt aus Notion heraus dann veröffentlichen. Also das ist sehr, sehr spannend. Da ist noch eine Frage zusätzlich. Es ist ja am Anfang schon aufwendig, wann lohnt sich der Aufwand, Notion einzuführen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist auch eine Frage, auf die ich dir jetzt gar nicht so eine konkrete Antwort geben kann, weil ja, natürlich ist es aufwendig. Jedes neue Tool erfordert Einarbeitung und man muss natürlich auch erstmal alles befüllen. Wir haben vorher ganz, ganz viel mit Trello gearbeitet. Ich mag Trello für gewisse Sachen immer noch, fast noch lieber als Notion. Aber was Notion so stark macht, ist eben, dass man nicht 1000 verschiedene Tools braucht, sondern Notion sehr, sehr viel in einem Tool vereint. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, okay, ihr habt 3, 4 Tools, auf die ihr euch verteilt, ich habe das als sehr, sehr anstrengend empfunden. Also wir hatten Notizen in Evernote, wir hatten Trello für die Redaktionsplanung, wir hatten unsere Dateien in Google Drive. Also das hat man ja ganz schnell irgendwie einen Bulk an Tools, die man da so nutzt. Und für mich ist Notion eine sehr, sehr gute Alternative, um das Ganze zu bündeln. Und ja, das macht garantiert Arbeit. Und für mich hat sich das aber gelohnt. Aber das ist eine super individuelle Entscheidung einfach. Also wie viel Energie steckst du gerade in das Koordinieren oder das Managen von vielen verschiedenen Tools ein? Und wenn du da das Gefühl hast, boah, das ist kompliziert oder da geht vielleicht auch was zwischen den Tools verloren, dann würde ich sagen, lohnt sich da eine Umstellung auf jeden Fall. Zum Verständnis, man hat einen Account und kann dann mehrere Notion-Seiten anlegen und es ist dann sinnig, mehrere Accounts anzulegen, wenn man privat, dienstlich andere Projekte und so weiter bewerkstelligen möchte. Genau, also hier, das ist zum Beispiel jetzt auch ein Account, den ich nur nutze, um jetzt, ja, wie jetzt hier die Sprechstunde zu zeigen. Und ihr seht, hier habe ich verschiedene Dashboards. Also hier, ne, diese Seite habe ich angelegt extra für heute. Das ist zum Beispiel ein Dashboard, das habe ich mal in der Sprechstunde gezeigt, als es um eine private Nutzung geht. Also hier, so könnte so ein privates Dashboard aussehen. Und hier, das ist sozusagen ein einzelnes Dashboard. Hier wäre das privat. Hier könnte dann zum Beispiel, oder hier nehmen wir jetzt die Agentur, das könnte mein berufliches Dashboard sein. Ich kann aber auch hier verschiedene Accounts anlegen. Also ich habe noch meinen echten Notion-Account sozusagen, den könnte ich hier auch noch anlegen und kann dann hierüber einfach switchen. Also die Art der Trennung kann ich noch mal ein bisschen intensivieren, sage ich jetzt mal, wenn ich sage, okay, ich habe ein Notion, das auf meine dienstliche Mailadresse geht und ein Notion, das jetzt auf meine private Mailadresse geht, dann würde ich hier gar nicht meine anderen oder meine dienstlichen Seiten sehen, sondern wirklich nur die mit dieser Mailadresse verknüpft sind. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte vielleicht schneller switchen oder ich möchte vielleicht auch Datenbanken schneller miteinander verknüpfen, von dienstlich auf privat, dann würde ich eher alles auf einer Mailadresse belassen und dann eben nur verschiedene Dashboards anlegen. Ja, Chantal, super. Also danke, dass du da so viel und so schnell direkt die Links reinteilst. Klasse, danke schön. Sehr, sehr gut. Gibt es weitere Fragen?
Ich glaube, wir haben soweit alles genau behandelt. Vielen, vielen Dank, Jennifer, für dieses ausführliche Intro in Notion. Wenn es jetzt keine, gibt es denn noch offene Fragen? Jenny ist jetzt noch eine Sekunde hier. Genau, also wie gesagt, ich stelle den Link, den offenen für dieses Agentur-Dashboard, was wir uns eben angeguckt haben, gleich nochmal zur Verfügung. Ich denke, das kann man ja bestimmt dann irgendwie unter dem Video dann nochmal verlinken. Das heißt, das könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe anschauen und ja, da eventuell verschiedene Seiten in euer eigenes Notion kopieren, wenn ihr das möchtet oder für sinnvoll erachtet. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, Notion auszuprobieren. Und hoffe, euch hat das Tool gefallen und ja. Ja, vielen Dank. Du wirst im Chat gefeiert, Jennifer. Ich habe noch ein paar Hinweise und auch noch eine kleine Abschlussumfrage mit euch vor, wie in letzter Zeit immer öfter. Zu den Hinweisen, wir haben ja die Sprechstunde jetzt wieder im 2-Wochen-Rhythmus. Letzte Woche war sie, oder vor 2 Wochen war sie ja ausgefallen aufgrund des Brückentags. Nächste Woche ist Dietmar Fischer von der AGO Berlin wieder bei uns. Ihr kennt ihn vielleicht schon. Er hat uns beim letzten Mal schon ein bisschen was zu Google Ad Grants gezeigt und das nächste Mal zeigt er uns Matomo, eine gute Alternative zu Google Analytics, vor allem wenn ihr etwas mehr auf Privatsphäre und Datensicherheit bedacht seid. Ein anderer Hinweis, den ich euch noch mitgeben will, ist auf jeden Fall, dass unser D3 Community Event stattfindet. Ihr findet die Links jetzt auch im Chat. Das ist am 18. Juni und es wird richtig spannend. Wir werden uns 4 Bereichen widmen, von denen wir glauben, dass sie nach Covid ganz relevant sind für eure soziale Organisation. Kommt da auch gerne vorbei. Ich teile jetzt mal kurz die Umfrage, einfach um nochmal so ein Meinungsbild zu bekommen, wie die plötzlich Digitalsprechstunde für euch war. Ich frage euch einfach nur, wie hilfreich das für die zukünftige Nutzung von Notion war. Ihr solltet jetzt alle kurz die Umfrage sehen. Das hilft uns einfach auch ein bisschen zu dokumentieren. Ja, genau. Und ich sehe, für die meisten von euch, meisten haben schon abgestimmt und es scheint für den Großteil sehr hilfreich zu sein, beziehungsweise. Ja, konntet alle relativ viel daraus mitnehmen. Das ist schön. Alle haben abgestimmt. Vielen, vielen Dank dafür. Genau, zum Abschluss noch vielen, vielen Dank an dich natürlich, Jennifer. Es war wirklich schön diesmal und es war auch für uns von D3 auch nochmal spannend, diese verschiedenen Anwendungsfälle zu sehen. Ihr bekommt dein Notion Board auch auf den Nachbericht verlinkt. Es gibt immer eine Aufzeichnung der heutigen Session. Ich bin Aris von D3. Wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Und vielen Dank an alle Teilnehmenden. Bis dann.